Ja, leider funktionieren die Intros irgendwie nicht und hoffentlich muss ich nicht nach jedem Spielstand wieder die Auflösung auf 1029x1080 stellen, aber naja, willkommen. Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Konfi-Kanal. Ihr seht es ja schon, falls ihr lesen könnt, falls ihr sehen könnt. Wenn nicht, tut es mir wirklich leid. Aber wenn ja, wie es normalerweise sein sollte, dieses Projekt ist nun endlich, geht es weiter mit. Geht es nicht weiter. Endlich beginnen wir hier mit GTA San Andreas. Aber es geht auch weiter mit der GTA-Serie. Damals habe ich ja mit GTA Vice City begonnen. Und ich hatte schon länger vor, GTA San Andreas fortzuführen. Also die Serie mit GTA San Andreas fortzuführen. Und nun sind wir hier wirklich GTA San Andreas. Bis heute mein Lieblings-GTA. Einfach weil das Argument kindliche Nostalgie kann man nicht schlagen. Deswegen haben viele immer noch Ocarina of Time als ihr liebstes Zelda. Oder zum Beispiel Link to the Past, die heutzutage spielen und so weiter. Ich meine, ja. Es ist halt so, dass GTA San Andreas für mich ein sehr großer kindlicher Einfluss war in dem Bereich, was alles cool ist und was nicht so cool ist. Und wie viele Stunden ich mit Freunden und meinen Cousins da dran verbracht habe, ist wirklich sehr viel. Besonders damals hat man so kaum die Story gespielt. Ich meine, ich kenne die gesamte Story von GTA San Andreas. Es ist jetzt quasi, ich kenne das Spiel schon auswendig, aber selbst gespielt habe ich es nur bis zu einem bestimmten Punkt. Da kann ich euch auch erzählen. An dem Punkt kann ich euch dann sagen, an dem Punkt habe ich dann persönlich hingespielt als Kind. Aber es war einfach als Kind, weißt du, bist du einfach so mehr Erkundungstour. Das heißt, du setzt eher die Cheats ein, du machst einfach nur Fun und Spaß und versuchst einfach nur halt so viel Spaß aus dem Spiel rauszuholen, anstatt das irgendwie zu spielen oder zu machen oder was weiß ich. Jo, oh fuck, ich hab die Stoppuhr vergessen. Egal, dann ist sie eben jetzt an. Erster Part ist eh mal länger. Aber ich kann auch vorher sagen, 100% für das Let's Play auf keinen Fall, genauso wie bei Vice City. Aber natürlich werde ich das gesamte Spiel dann spielen, so weit wie ich es gerne möchte. Ich hoffe echt, dass ich nicht jedes Mal im Spiel dann wieder die Auflösung hochstellen muss, wenn ich das Spiel neu starte. So, GTA San Andreas ist vom Studio Rockstar North entwickelt worden. Und für iOS, Android und Windows Phone von Wardrum Studios, das heißt die App. Der Publisher war Rockstar Games. Komponist Michael Hunter für die coole Musik, ja, die coole Intro-Musik, Menümusik und so weiter. Und die Erstveröffentlichung war auf PlayStation 2 am 26. Oktober 2004. Die Version habe ich auch die ganze Zeit immer gespielt. Für Windows, das wo ich hier drauf spiele, und Xbox am 7. Juni 2005, Xbox 360 und PlayStation 3 auf dem 12. Dezember 2012, Android und iOS 17. Dezember 2013, Windows Phone 15. April 2014, Xbox 360 HD Neuauflage kam am 26. Oktober 2014 raus, PlayStation 3 HD Neuauflage am 1. Dezember 2015 und auf der PlayStation 4 als letztes kam es am 5. Dezember 2015 raus. Das heißt, man sieht ja, wie heutzutage GTA San Andreas immer noch einer der beliebtesten GTAs ist, auf jeden Fall. Vice City ist auch super toll, aber für mich kann halt GTA San Andreas leider nichts mehr toppen. Die ganzen Plattformen habe ich ja erzählt, wo es rausgekommen ist. Das Genre ist Action, Renn- und Open-World-Spiel. Natürlich im Einzelspiel, aber es gibt auch einen großen, habe ich auch schon mal gespielt, diesen Multiplayer. Kann man ganz viel Scheiße treiben. Und ja, dieses Hilfe-Voraussetzung kann ich mal vorlesen. Windows XP Vista mit einem Pentium-Prozessor mit 1 GHz, unglaublich, 256 MB RAM. 3,6 GB Festplattenspeicherplatz. Also unglaubliche Werte hier. Und hier eigentlich ab 18, aber diese Version ist, glaube ich, eine zensierte Version, die halt dann USK 16 rauskam. Damit das Spiel in Deutschland ab 16 freigegeben werden konnte, wurde es entschärft. In Österreich und der Schweiz besteht eine Altersempfehlung von 18 Jahren. Ungeschnittene Fassungen waren in Deutschland bis zum Oktober 2015 indiziert. Und so weiter. Ja, ist auch der reguläre fünfte Teil der GTA-Reihe. Und so weiter. Ja, interessant. Das Spiel wurde bis 2008 weltweit über 22 Millionen Mal verkauft. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Ich glaube, dann habe ich schon ganz viele Informationen vorgelesen, ein bisschen in den Intro. Ich meine, ich kann auch ganz viel dann über den Kindesscheiß erzählen und wie ich mich da an dieses Spiel erinnern kann. Deswegen, mal schauen. Ich hoffe, das ist ja wieder ein älteres Spiel, das alles gut läuft. GTA Vice City konnte ich auch aufnehmen, damals noch auf meinem Kack-Laptop. Ich hoffe, es läuft alles gut und wir starten mal ins Spiel. In die Legende von einem gewissen Mann, den wir kennenlernen werden. Neues Spiel. Ja, und die Mucke hier. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome.
up, sweet? What you want? This mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. Kein guter Start hier. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See, Hernandez. That is... Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Hallo? Gut, da sind wir. Benutze auf. The fuck? Ach, die Maus-Sensitivity, Alter, das muss ich unbedingt runterstellen, ja. Und da geht die Geschichte los, während ich hier mal ein bisschen was umstelle. Mauseinstellung, Mausempfindlichkeit hier so niedrig. Vertikal invertieren. Fliegen mit Maussteuerung aus. Auf jeden Fall aus. Wir fliegen nicht mit der Maus. Ja, die Geschichte ist Carl Johnson, der seit 5 Jahren nicht mehr eine bestimmte Gang, die Grove Street Gang, vertreten hat, kommt nach Hause, weil seine Mutter gestorben ist und der gewisse Officer Tenpenny quasi verarscht ihn, erpresst ihn damit, dass er anscheinend jemanden umgebracht haben soll, was ja nicht stimmt, aber ich bin mir sicher, dass dieser Officer Tenpenny genug gemacht hat, um ihn quasi dazu zu beschuldigen, das getan zu haben, und lässt ihn dann im Gebiet einer rivalisierenden Gang übrig. Und wie er es ja meinte, das ist der rivalisierenden Gang egal, wie lange der weg war. Er lebte an der Ostküste in Liberty City, was quasi, wie wir aus GTA 3 kennen und aus GTA 4, Liberty City ist quasi eine Nachahmung von New York City. Und wir sind nun in Los Santos, was halt die Nachahmung von Los Angeles ist. Oder auch halt San Andreas, was San Francisco sein soll. Wir sind jetzt halt von der Ost- zur Westküste zurückgekehrt, um unsere Mutter zu beerdigen. Mal schauen, ist das jetzt besser? Moment mal. Ich glaube, diese Invertierung hat mich auch mal abgefuckt. Ja, ich hätte es nur vorhin noch mal ein bisschen checken müssen. Habe ich jetzt wahrscheinlich wieder 5. Ja, sehr schön. Diese Invertierung ist richtig dumm. Drücke Eingabe, um das Fahrrad zu springen. Okay.
ja, W gedrückt haben, um die Pillar zu treten. Und ja, unser Hauptcharakter ist hier der ikonische Carl Johnson. Moment mal, ey. Boah. Ich will hier ins Game einsteigen und die Steuerung fuckt mich jetzt schon ab. Mit Maus steuern auch aus. Alter, WASD, Junge, sie will hier keinen. Ich will mich umschauen mit der Maus, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Na, hätte schon ein paar Testaufnahmen machen können. Ja, das Traurige ist natürlich dadurch, dass halt sehr viel lizenzierte Musik hier in GTA existiert. Ist natürlich mir nicht gegönnt, quasi das Radio zu spielen, was halt natürlich sehr blöd ist. Ja, drücke auf und ab. Auf und ab? Was ist auf und ab? Ist eine gute Frage, oder? Ah, ja, okay. Die Pfeiltasten. Dadurch können wir so ein Wheelie machen. Hurra, das bringt uns voll viel. Wir versuchen hier nach Hause zu kommen, wenn ich mal hier auf... Hier, Map? Nö, die M-Taste funktioniert nicht. Ist doch der erste Part. Steuerung zu Fuß, hier komm, die Map, hier ist doch bestimmt irgendwo Karte oder so. Mit Waffe, drücken, Action, gehen, feuern, Waffen, Gangsteuerung. Konversation, rechts, links heranzoomen, springen, mit Waffe ziehen, ducken, Action, gehen, nach hinten sehen. Hä, verpasse ich irgendwas? Oh fuck. Oh. So, ducken, mit Waffe, zielen. End F. Sprinten, springen, Blickwinkel. Ein- und aussteigen. Okay, F. F ist auch die bessere Wahl hier. Ja, er muss wieder klarkommen auf die Steuerung. Ist halt eine bisschen ältere Steuerung. Deswegen. Müssen wir eben so auf die Karte gehen. Okay, da unten müssen wir hin. CJ, Carl Johnson. Müssen wir da. Wenn wir da abbiegen, kommen wir da drüber. Na, das kann doch klappen. Wenn euch irgendwer einfällt. Warte mal. Haha, ist die Hupe. Kann ich hier irgendwie eine Markierung setzen? Markierung setzen. Legende, Leertaste, Kartensymbole. Zack, da ist die Markierung. Okay, die bringt uns nicht viel. Gut, dann müssen wir in der Karte klarkommen, weil ganz offensichtlich... ganz offensichtlich ist ja so, dass wir hier nichts zu sehen haben. Gut, dass wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann können wir hier runter. Aber wie gesagt, ja, Carl Johnson kommt dann nach Hause und wird dann von einem offensichtlich korrupten Officer Tenpenny erwischt. Die kennen sie anscheinend schon ganz gut. Ja, funktioniert das hier schon? Ich habe gar kein Spray. Naja, die meisten von euch sicherlich, die jetzt auch kurz hier zuschauen, keine Ahnung, ob ihr Lust habt dazu zu schauen, aber die meisten von euch kennen schon das Projekt. Es gibt auch schon so ein Insider bei uns, das ist eine gute Vulvarus. Schon lange gesagt hat, dass er dieses Let's Play machen will, aber nie dazu gekommen ist. Mal schauen, vielleicht hat er es jetzt quasi schon diesen Moment rausgebracht, während ich hier rede. Ja, Grove Street Gang hier. Hier ein bisschen quasi so eine Backstory lernen wir hier durch Gespräche kennen. Aber hier ist noch, wir müssen uns hier noch einfinden im ersten Part. Und deswegen, wir gehen hier, steig raus vom Fahrrad. Ja, geht voll. Aber wieso ist L-Shift? Ach, egal. Big Smoke. Picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill. CJ. Oh my dog, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man, it's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen,
but I promise you, I'ma find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Tolles Bild, also man kann alles erkennen. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in it, keep it real. Oh, fuck, fuck. Bitch, ihr habt das so, gut. Sweet and Candle. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ja, scheint nicht nur uns scheiße zu gehen, sondern auch unsere Heimat scheint es nicht gut ergangen zu haben in den letzten 5 Jahren. Viele Tote. Unnötig viele Tote. Oh fuck, drive by. Ja, die haben den Tank erwischt. Na, niemand verlernt ein Fahrrad zu benutzen. Wir benutzen F anstatt die Leertaste. Ja, und wenn wir W spam, dann... Oh fuck. Ich geh erstmal in der Richtung. Oh man, sie hat sich gerade beschwert, dass ich hier, in die falsche Richtung fahrt. Und direkt verkacke ich das, ey. Meine Güte, wenn er zuliest. Fahr direkt in die andere Richtung von Big Sweet. Ja, also wirklich, da kommen gerade richtig die Kindheitserinnerungen hoch. Der Anfang der Story, als Kind war es immer so ein witziger Witz, so Big Devil da, Little Devil dort. Aber kannst du bestimmte Zeit schnell Rad fahren oder sprinten? Okay. Yeah. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Move it, CJ, move it. Yeah, it's good. Shit, a bonus car is onto us. Split up. Na, gut, dass sie uns nicht einfach überfahren. Und wer der ist? Ja, der ist Ryder. Das werdet ihr noch kennenlernen. Nein, der ist Ryder. Naja, wir können auch nur für eine bestimmte Zeit sprinten und alles, aber ja, also ich meine, die meisten von uns kennen ja GTA, wie das funktioniert, aber wirklich diese ganze Story und die Groves. Ja, ist gut. Ganze Grove Street Gang. Boah, Alter. Das ist ja auch alles echt zum Herzen gewachsen über die Zeit. Und halt wirklich, also irgendwie so. Halt die Fresse, Alter. Big Smoke ist ein cooler Typ, Ryder ist ein. Na, oh, ich wusste es! Wie der Fake, der Wichser! Wieso fakest du an, Alter? Ich hasse dich, Ryder! Oh, Mann! Ja, der bist du weit weg, Mama, Alter. Wenn ich die erste Mission verkacke, dann bin ich schon die Schande an sich, ey. Meine Güte, in dieses Loch sollten wir auch nicht reinfahren. Jetzt, an diesen Drop, den habe ich immer benutzt. Den kann ich mir auch ganz gut erinnern. Ja, also wirklich, also diese Mission habe ich schon 1000 Mal gespielt und jeder kennt GTA und ohne Musik und alles. Und jetzt fahren wir den Berg hoch. Und, boah, Alter. Gut, wie der auf mich schießt. Finde ich ganz witzig. Ja, ich bin zu weit weg, Mann. Boah, wenn ein fucking Auto direkt... Ich finde es witzig, wie der hier direkt neben mir fährt. Als ob ich einfach zu überfahren oder so.
Ja, ich kann nicht mit einem fetten Mann mich mithalten, ey. Boah, Alter, und jetzt... Das war immer so, egal ob Polizei oder gegnerische Gangs, sind immer hier angehalten. Weil sie nicht in die Grove Street wollten. I got with them motherfuckers, though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Du kannst ein Spiel speichern, indem du CJs Haus betrittst. Du kannst ein Fahrzeug speichern, indem du es in der Garage parkst. Stell dich in die Markierung, um Karls Haus zu betreten. Ja, dankeschön. So, Mission erfüllt. Wir kriegen etwas Respekt und diese Musik. Oh, diese Musik, Mann. Boah, wie geil ist das denn? Zu lange nicht davon gehört. Ja, GTA wirklich eine ikonische Reihe und mit Vice City und San Andreas begann das richtig hier so abzugehen. Wieso ist das Springen? Was ist dann... Und Leertaste ist Sprinten? Ist das euer Ernst? Ist das euer verfickter Ernst? Alter, es muss sofort geändert werden. So, Steuerung. Steuerung ändern. Steuerung zu Fuß. What the flying fuck? Sprinten ist Leertaste. Ey, was haben die denn geraucht, Mann? Springen Leertaste, Sprinten Umschalt L. Meine Güte, was rauchen die Mädels und Jungs da bei Rockstars oder bei der Computerlokalisierung hier? Das ist Sprinten, L-Shift ist Sprinten, Leertaste springen, nicht andersrum. Na, wir betreten mal das Haus. Aber wie gesagt, natürlich, die Grafiken sind jetzt hier nicht gerade top-notch aktuell. Das erwartet man auch nicht von so einem alten Spiel. Aber ich bin nur der Meinung, lieber ein gutes Spiel mit guten Gameplay und Grafik. Da kann ich auch auf die Grafik ficken. Ich meine, dieses Spiel ist jetzt schon verfickt nochmal 13 Jahre alt. Ich meine, älter als manche Kiddies im Internet hier. Deswegen, 13 ist schon alt. Schon echt eine Weile her, da kann man sich schon alt fühlen. All diejenigen, die es damals dann aktuell gekauft hatten und gespielt hatten. So, wir gehen nun, da ist die Konsole, das Bild der Mutter wurde auch schon entfernt, aber hier immer zur Floppy-Disk gehen und speichern. So, sehr schön. Da funktioniert alles, neues Spiel. Wir haben auch keine alten Spielstände, weil ich das schon gelöscht hatte. Und unsere Mission ist jetzt halt, uns Klamotten zu gönnen, wenn wir hier schauen. Kleiderschrank sollte eigentlich nichts sein, oder? Oh yeah, schrittsartiger Spiegeleffekte, Mann. Was für ein moderner Shit, man. Ich glaube, das mehr kriegen wir auch nicht. Und vielleicht kann ich auch mal den Klassik, also das wie bei EU4, meine Klassik haben nicht mehr so Copyright, weil die schon sehr alt ist. Vielleicht wenn ich mir den Klassik-Radiosender erwische, dann haben wir zwar für den Rest des Spiels Klassik, aber ja, besser als nichts. So, ja, die erste Mission mit Ryder und hier sind ein paar Groove Street und Tab, um das Handy anzunehmen. Hello? Hey, I thought I explained some shit. Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Triple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Yep, wir sind hier quasi in den schlimmsten Gegenden, wo Gangs quasi beherrschen. Latinos gegen Afroamerikaner, gegen... Vielleicht sind wir sogar Asiaten, keine Ahnung. Also diese typischen Klischees hier so... Von den ganzen Gangs. Oh fuck, der hat eine Knarre. Lauf, CJ, lauf. Ja. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down.
Let's go, bitch. Let's go, bitch. Down on the East Coast, homie. Ja, ich glaube, der Part ist schon lange genug, ein bisschen überzogen, war der erste Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid interessiert in diesem Projekt. Wenn nicht, wenn ihr meint, oh, hab ich schon geguckt. Egal. Ich werde dieses Let's Play trotzdem machen, egal ob jemand zuschaut oder nicht. Das ist, glaube ich, beim Streaming. Ich habe einfach Fun, dieses Spiel nochmal zu spielen und das dann euch zu zeigen, wie meine Reaktionen sind. Vielleicht haben wir auch wieder lustige Momente, wie zum Beispiel jetzt gerade mit dem Fahrzeug mit einfach in die falsche Richtung wieder gefahren. Ja, GTA hat wirklich das Stoff für gute Momente. Ich meine, Vice City, Dead KI, unvergesslich. Aber wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich bin jetzt bestimmt schon fast bei einer halben Stunde dran. Ja, die Grafik ist eh nicht so gut, wie gesagt. Aber auch egal. Wir sehen uns dann zu einem zweiten Part von GTA San Andreas. Bis dann und ciao.